Hallo liebe Leute, Dr. Dexter hier mit einem Build-Review heute im Patch 3.14. Und zwar bin ich sehr stolz darauf, so diesen Charakter präsentieren zu dürfen, aber es ist kein Build-Guide. Und zwar ist der Punkt Build-Guide, ich bin noch nicht fertig. Man braucht drei Sachen, um dieses Build zum Laufen zu bringen. Das ist einmal diesen Waffe, Arakalis Fang. Und diese Rüstung Death Oath. Deswegen nenne ich dieses Bild auch Arakalis Death Oath oder so. Keine Ahnung. So. Und das dritte Item, das man braucht, ich kann das ja mal kurz in Standard zeigen. Standard. Hardcore. Und das habe ich halt noch nicht, weil ich Solo-Cellphone spiele, kann ich es mir auch nicht kaufen. Aber ich brauche noch dieses Item hier. Ja, diese Flasche. So. Was macht diese Flasche? Ist etwas komisch, dass ich gerade von hinten erzähle, dieses Bild, ohne es zu zeigen. Aber kurz, weil ich gerade schon mich hier drauf einlogge, bietet sich das gerade an. Diese Flasche beschwört Würmer. Also wenn man sie anklickt, zack, da fliegen Würmer. Und die kann man angreifen, das sind quasi richtige Gegner. Und die kann man töten. So, das schon mal merken, ne? Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Bild. Jetzt wieder von vorne. Aber diese Flasche, die brauche ich. Und weil ich sie nicht bekommen kann, habe ich jetzt erstmal gesagt, ich pausiere den Charakter, farme mit einem anderen Charakter die Flasche und dann kommen wir wieder zurück und dann mache ich vielleicht einen richtigen Build-Guide. Aber die Idee dieses Builds ist eigentlich ganz cool. Und zwar, also ich bin, wie gesagt, eigentlich mega hyped. Das macht mega Bock. Man hat diese Rüstung, Death Oath. Das ist eine Rüstung, die euch Schaden zufügt. 450 Chaos pro Sekunde. Das ist aber gar nicht so schlimm, wenn ihr sehr hohe Chaos-Resistenzen habt. Indem ihr eben die Klasse spielt, Okkultist, kriegt ihr 60 Chaos-Resistenzen geschenkt. Also quasi eine Synergie. Und dann macht diese Rüstung eine Aura um euch herum, die Schaden macht. So. Geht man die Gegner, zack, und die Gegner sterben. Seht ihr das? So, und die explodieren wegen dem Profane Bloom. Das Profane Bloom, also ist das diese Synergie. Es gibt auch ein Bild, das so funktioniert. Das ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Das ist jetzt erstmal das 0815-Bild. Man spielt ein Death-Off-Bild mit Profane Bloom. Man läuft durch die Gegner durch und alle explodieren. Verwendet Withering Step, damit man quasi durch die Gegner läuft und Withering Steps noch mehr zufügt. So, und ja. So sieht das Bild aus. Man hat noch Blight, um noch mehr Withering Steps zu machen und den Single Target Damage etwas zu erhöhen. Das Problem bei diesem Bild ist und bleibt aber immer, dass man einen super schlechten Single Target Damage hatte. Und da hatte ich die Idee, dass ich das kombiniere mit Arakalis Fang. Und zwar Arakalis Fang ist ein Unique Item. Wenn ich Gegner töte und sie neben Leichen, also Desecrate deswegen, neben Leichen sich befinden, dann beschwöre ich Spinnen. Seht ihr das? Und diese Spinnen machen mit quasi null Investment Millionen DPS. Also bei mir laut POB im Moment so circa 1 bis 1,5 Millionen DPS. Und später kann man das bis 2 bis 3 Millionen noch hoch pushen. Und das ist die Idee, wie ihr seht. Also ich laufe quasi mit einer Armee an kleinen Viechern. Und die zerstören alles. Und deren Single-Target-DPS ist halt wirklich, wirklich hoch. Ich kann den eben mit Signal Prey, man kann das nur drei linken, also in einem Dreilink, mit Melee Physical Damage, Predator Support und Minion Damage. Sage ich denen, greift dieses Ziel an und da fokussieren sie sich darauf und sie sind super aggressiv, diese Spinnen, und töten den Gegner und explodiert. Also, die Synergie besteht jetzt aus mehrerer Hinsicht. Erstens ist die Synergie. Man ist ein Chaos-Bild. Klar, Death Oath ist Chaos-Schaden, Blight ist Chaos-Schaden, die ganzen Withering Steps sind Chaos-Schaden und diese Spinnen, diese Arakali-Spinnen, die machen einen Vipern-Strike-Attack. Also sie greifen nicht mit einem normalen Attack an, sondern mit Vipern-Strike. Und Vipern-Strike ist ein Attack, der 60% Damage als Chaos-Schaden macht, Convert, und Poison zu 60% macht. Das heißt, die Schadenskalierung funktioniert hauptsächlich bei den Spinnen, bei mir zumindest, mit meiner Variante, über Poison Damage. Das heißt, das synergiert wiederum mit dem Okkultisten. Der Okkultist hat Temporal Chains auf den Gegner, also einen Curse-Effekt. Das heißt, die Poison-Stacks halten länger, stacken höher. Und dann natürlich mit dem ganzen Okkultist, mit den ganzen Chaos
Curses und den Chaos-Erhöhung durch Withering Step und so weiter, dass man Withering Step auch nach oben pusht. Also diese Synergie ist halt echt geil. Und es spielt sich einfach nur richtig, richtig spaßig. Also man läuft durch den Gegner und das, was übrig bleibt, das zerfleischen die Spinnen. Man muss halt aufpassen, dass die AOE, dieses Arakali-Fangs-Beschwörung, relativ klein ist. Das heißt, man, da wo die Gegner sterben, da muss wirklich auf dem Boden auch Leichen zu finden sein. Weil das ist manchmal das Problem, wenn die Explosion zu groß wird, dann sterben alle Gegner auf einmal und dann hinterlassen sie keine Leichen, also werden die Spinnen nicht automatisch beschworen. Also muss man ab und zu stehen bleiben und wirklich Desecrate manuell noch auf dem Boden kasten, während man die Spinnen tötet. Und ja, das ist die Idee. Ich bin relativ stolz drauf. Es ist halt, also es gibt noch niemanden, der, glaube ich, auf die gleiche Idee gekommen ist. Und es scheint sehr gut zu funktionieren. Also ich habe jetzt Tier 14er Maps gelaufen, kein Problem. Also man zerstört die Gegner. Und der Single-Target DPS, das größte Problem bei einem Death-of-Build, ist ja Single-Target. Und das scheint zu funktionieren mit dem Arakali-Fang. Also die Synergie ist beeindruckend und das sieht nach einem richtigen Bild aus. Aber kein billiges Teil. Also man muss, wie ihr seht, 3 Unique-Items haben. In Solo Self-Hunt ist ein Arakali-Fang quasi unmöglich zu erfarmen. Eine Death-Off kann man sicher farmen, die ist nicht so schwer, die ist auch super sehr häufig. Die Flasche ist auch möglich, sich zu erfarmen. Das dauert zwar eine Weile, aber kann man sich auch garantieren. Aber das Problem ist der Arakali-Fang. Also den muss man erstmal finden, bevor man das Bild überhaupt anfängt zu bauen. Auch in Great League ist das Ding nicht gerade billig. Ich glaube, das kostet bis zu einem Exalted Top oder so. Vielleicht sogar teurer, vielleicht ein bisschen billiger, ich weiß nicht genau. Aber ja, gut. Und Skalierung geht halt über Minion Damage, ne? Das ist auch so eine geile Synergie. Wenn man Spiritual Aid skillt, geht jeglicher Minion Damage auch auf eure Death Aura. Also kann man quasi zwei Sachen auf einmal skalieren. Sowohl seinen Single-Target-Damage als auch seinen AOE-Damage. Ich denke aber, weil ich jetzt jeglichen Minion-Damage im Skilltree schon genommen habe, muss ich jetzt über Cluster-Juwele gehen. Also quasi würde das Bild hauptsächlich mit einem großen Cluster-Juwel funktionieren noch. Minion-Damage-Cluster-Juwel. Das muss ich auch noch erstmal finden. Und dann könnte man den Schaden vielleicht sogar auf ca. 3 Millionen hochpushen. Und das wäre genug, um damit jeden Boss im Spiel zu schaffen. Ich bin gespannt. Also ich werde das noch weiterfahren und wenn ich soweit bin und der Charakter noch am Leben ist, werde ich das nochmal vorstellen und euch einen richtigen Bildguide geben, weil spaßig ist das auf jeden Fall. Also ich würde nicht sagen, dass es overpowered ist. Es gibt bessere Builds, Blade Blast oder so etwas ist hundertprozentig stärker, aber es ist halt mega spaßig und das ist was Besonderes, was ja quasi, das kennt, spielt halt quasi gar keiner. Deswegen, ja, haut rein, bleibt sauber. Und man sieht sich, ne? Ciao, ciao.